Herzlich willkommen, diesmal geht es um einen Vergleich zwischen zwei Mikrofonen, das Razer und das HyperX. Und deswegen stelle ich jetzt erstmal das HyperX vor und danach kommt das Razer dran und ihr könnt das Ganze mal vergleichen, welches euch am besten gefällt. Es wird von allen eine Tastatureingabe geben und natürlich auch hier einen Test. Von daher, ich hoffe, es gefällt euch, ich hoffe, ihr könnt einen kleinen Mehrwert daraus nutzen. Alles klar, viel Spaß damit. Grüßt euch und herzlich willkommen zu einem Unboxing. Dieses Mal gibt es das HyperX Solocast. Das ist ein Streaming-Mikrofon und das ist ja relativ preisgünstig. So etwa 60 Euro kostet es bei Amazon und hat auch gleich einen Ständer dabei. Plug-and-Play-fähig mit USB-C und ist auch für PC, Mac und PC 5, also PS5 und PS4 ready. Für die Xbox steht da leider gar nichts, also das kann ich euch nicht genau sagen, aber wahrscheinlich wird es nicht unterstützt. Ja, und schauen wir uns das Ganze mal an. Also oben habt ihr diesen Mute-Button, der sticht jetzt auch hier schon direkt vor, seht ihr? Das ist aber kein Knopf, das ist eher so ein Touch, ne? Also da müsst ihr, das ist da drückt sich nichts ein oder so, das gibt auch keine Haptik oder so. Das ist einfach nur mehr oder weniger wirklich ein Touch, da geht einfach nur drüber über die Fläche und schon ist es aktiviert, deaktiviert. Tue ich auch nochmal so ein bisschen einblenden, dann könnt ihr es sehen hier gerade, ne? Wie das dann so einfach geht, so aktivieren, deaktivieren, ne? Also total easy. Wird das dann signalisiert über diese Lampe, ne? Ja. Gut, kommen wir dann jetzt zu dem Ständer selbst und zu dem Mikrofon und ich finde beides ist sehr, sehr hochwertig verarbeitet aus. Lässt sich auch jedenfalls gut drehen, ne? Neigen, also der Ständer ist relativ gut. Finde die Qualität absolut top, ja. Aber wie gesagt, ihr braucht da wirklich so eine Mikrofonhalterung. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Ich zeige euch aber auch warum. Und dafür ist dann der Anschluss hier. Also das Gewinde für diesen Mikrofonständer. Und den habe ich mir auch bestellt. Total cool. Und ihr könnt aber auch, gibt aber auch andere Mikrofonständer, da ist er auch kompatibel. Ne? Also das müsst ihr mal schauen, da gibt es mehrere, weil so die Breite, also der Umkreis von dem Ganzen, das ist dann für die meisten Mikrofonständer kompatibel. Qualität, wie gesagt, ist meiner Meinung nach sehr gut. Alles gut verarbeitet. USB-C und ja, LED wird auch gut angezeigt. Gefällt mir generell von der Qualität her sehr gut. Auch der Touch oben sieht super verarbeitet aus. Also es sieht gar nichts irgendwie minderwertig aus, sondern man hat hier wirklich ein sehr hochwertiges Produkt in der Hand. Und ja, jetzt hört ihr auch die ganze Zeit den Sound über dieses Produkt hier. Also, ne? Und dann nochmal der Ständer im Detail. Also der macht meiner Meinung nach auch einen sehr guten Eindruck. Ja. Könnt ihr drehen, wie gesagt. Ja. Und ist auch wirklich super, so, das bleibt auch super stabil, dreht es einfach fest, wie ihr es haben möchtet, und dann passt das. Und ja, könnt ihr den einfach reingeben. Und der Ständer hat halt nochmal so eine Markierung, dass ihr auch genau sehen könnt, wie ihr das reingeben müsst. Ne? Dann müsst ihr euch einfach an diesem Strich orientieren. Hier ist einmal der USB-C. Ne? Und gleich zeige ich euch nochmal den Strich, damit ihr da auch nochmal seht, wie das Ganze so ist. Muss ein bisschen reindrücken und der Strich ist genau dort. Ja, und dann könnt ihr euch daran orientieren, dass der Strich und der Pfeil exakt übereinstimmen und dann passt das und dann ja, ist ja genau mittig. Ja, finde ich ganz gut zur Orientierung und passt jedenfalls. Ja, das jetzt zu der Qualität hier von dem Mikrofon. Was das Äußerliche betrifft, denke, da werdet ihr mir beipflichten, sieht einfach top aus, ne? Sehr ansprechend. Kabel ist auch dabei, USB-A auf USB-C, ne? Könnt aber auch USB-C auf USB-C nehmen, ist alles kein Thema, ne? Muss halt euer Computer halt nur unterstützen. Da haben wir so einen Quickstart, also eine Schnellstartanleitung, die ist relativ ja, übersichtlich gehalten, sage ich mal. Viel ist da jetzt nicht drauf. Ach, das ist eigentlich auch nicht so viel zu beachten. Plug and Play, ja, reinstecken und läuft, ja. Und natürlich müsst ihr gucken, dass das Mikrofon so auch direkt vor euch platziert ist. Sollte jetzt auch nicht schräg irgendwie platziert sein zu euch, ne? Sondern sollte wirklich, sollte jetzt nicht weiter als 20 cm von euch entfernt sein. Und was mir auch auffällt, ist, das Mikrofon ist ein bisschen leise. Da müsst ihr dann gegebenenfalls nochmal nachstellen oder halt ein bisschen lauter reden. Ja? Oder für Leute, die generell eine laute Stimme haben, ist es natürlich dann sowieso schon ganz gut. Ne? Und hier könnt ihr nochmal genau sehen, wie das Ganze neigen ist. Ich finde es schade, dass es nicht auch direkt mal so ein bisschen veranschaulicht ist, wie man da am besten reinsprechen sollte.
Man sollte jetzt nicht so schräg reinsprechen, ne? Also, weil oben ist jetzt nicht das Mikrofon, sondern das Mikrofon ist ja unterhalb der Touches, also des Knopfes. Insofern sollte man da schon ein gerades Mikrofon reinreden und es sollte halt entsprechend auch die Höhe dann haben. Deswegen ist dann so eine Mikrofonständer einfach doch die bessere Wahl, meiner Meinung nach. Weil ansonsten könnte das natürlich so ein bisschen schräg kippen und dann geht das auch noch. Ist auch noch eine tolle Sache. Hier ist nochmal das mit einer Garantie. Zur Registration, ja, also wie gesagt, ich habe aber sowieso 2 Jahre, ne? Also soweit ich jedenfalls weiß, der Hersteller habt ihr jedenfalls und als Herstellergarantie und hier sind auch nochmal die Daten ganz kurz und bündig, ja. Ja, wichtig wäre noch, wie gesagt, dass es halt auch für Skype und für OBS Studio auch verifiziert ist. Also ihr könnt damit auch mit Discord arbeiten und Teamspeak natürlich auch. Ich finde die Sprachqualität hier einfach klasse. Dann kommen wir zum Schreibtest mit der Tastatur mit Dämmung. Jetzt ohne Dämmung. Ja, man kann ja deutlich erkennen, dass es auch mit Dämmung ziemlich hörbar ist. Ohne Dämmung ist es etwa 30% mehr zu hören, würde ich jetzt mal grob schätzen. Ich denke, dass man hier um eine Mikrofonhalterung nicht drum herum kommen wird. Das ist einfach A und O. Ich habe mir auch schon eine bestellt. Die zeige ich auch nochmal ein Unboxing-Video dazu. Kommt dann morgen hier rein und bin ich mal gespannt, wie das dann ausschaut. Ja, da wird sich dann das komplette entfallen. Da kann man dann Tastatur benutzen, ohne dass man das Ganze dann hier über die Vibrationen dann im Mikrofon übermittelt wird. Ja, die Qualität ist von dem Mikrofon sehr gut. Also ich bin von der Tonqualität vom HyperX total überzeugt. Gefällt mir sehr. Ich muss zwar sagen, dass meine Studiomikrofone auch nicht so schlecht gewesen sind, aber halt deutlich mehr Hall erzeugen und doch die Qualität hinter diesem hier zurücksteckt. Und wenn ich mal schaue, dass der jetzt 55 € kostet, das ist jetzt wirklich nicht die Welt und ich finde das von der Preis-Leistung her wirklich sehr gut. Ja, das Touch oben, das ist auch eine tolle Sache. Man muss natürlich aufpassen und es ist auch ganz gut, dass man keine Haptik irgendwie bekommt, weil ich möchte jetzt auch nicht unbedingt auf dem Mikrofon rumdrücken müssen. Also von daher, das ist schon ganz gut gelöst worden, aber man muss auf jeden Fall ganz gut aufpassen, dass man nicht aus Versehen drauf kommt, ne? Gut, dann kommen wir nochmal zu dem Punkt Touch und zwar das Muten und das Mikrofon ein- und ausschalten. Und es wird euch über dieses Lämpchen hier signalisiert, dass das Mikrofon gerade aktiviert ist. Das heißt, das ist aktiv und wenn es blinkt, dann ist es gemutet. Das heißt, das Mikrofon ist ausgeschaltet. Ja, das wird euch dann immer über diese LED signalisiert. Und wie einfach das geht, das zeige ich euch gerade hier. Ihr müsst einfach nur ganz leicht darüber gehen. Ihr müsst da überhaupt nicht drauf drücken. Ihr müsst einfach nur die Stelle berühren. Mehr ist nicht erforderlich. Ist ja auch irgendwie ganz gut. Man will ja, wie gesagt, da keinen Knopf haben, wo man dann da reindrückt. Ein bisschen Haptik wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber ich finde, das ist auch auf jeden Fall sehr gut gelöst worden. Und man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht aus Versehen drauf kommt. Ja, das ist auch alles. Gut, herzlich willkommen zu einem Unboxing. Diesmal geht es um das Razer Serion Mini. Und das wollte ich euch auch nochmal zeigen, weil wir jetzt gerade das HyperX angeschaut haben, mit Solocast. Und ja. Dann schauen wir uns das mal hier an. Das ist preislich günstiger. Es auch, hat auch diese Schockresistenz. Also, ne, das ist halt der Punkt, wenn ihr halt Tastaturanschläge, das wird halt hier nicht übertragen. Ne? Also, wenn ihr das nur am Ständer nutzen möchtet, ist das Razer sicherlich für euch die bessere Entscheidung. Ne? Wenn ihr da jetzt keinen Mikrofonständer nutzen möchtet, dann ist das natürlich klasse hier. Ja? Schluckt, wie gesagt, diese Vibration. Wir testen das natürlich nach dem Auspacken und ja. Dann bin ich mal gespannt, wie es insgesamt aussieht. Von der Verarbeitung her lassen die Bilder aber schon Bestes erahnen und die Bewertungen waren auch durchweg positiv. Also ich habe da jetzt nichts Negatives gefunden. Die Bewertungen sind wirklich im Schnitt alle 4 bis 5 Sterne, wie beim HyperX auch. Also wirklich beste Bewertungen. Ja, dabei ist jetzt hier, wie ihr sehen könnt, nur eine Quickstart-Anleitung, ne, so für das Mini. Und nochmal, Moment,
Ja, und nochmal einige Sticker und ja, wie gesagt, eine Quickstart-Anleitung halt, ne? Mehr ist es nicht. Wird halt nur lapidar erklärt, wie ihr den Standfuß befestigen müsst und wie ihr das Ganze nochmal installieren müsst. Das ist eigentlich nur Plug and Play, ja, einfach nur einstecken und los geht's. Ihr müsst vielleicht das System nochmal neu booten, wenn es nicht sofort erkannt wird. Die Quickstart-Anleitung ist übrigens in den gängigsten Sprachen vertreten, selbstverständlich auch in Deutsch. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist alles recht einfach erklärt, ist ja auch nicht viel zu tun, ist ja wie beim HyperX auch. Da war die Quickstart-Anleitung ja genauso einfach und lapidar. So, und jetzt kommen wir zum Micro-USB-Kabel, das dabei ist. Das macht einen sehr guten Eindruck. Ich mache das Ganze jetzt übrigens wieder über das HyperX, weil das Razer mir doch ziemlich leise gewesen ist. Ich musste hier im Final Cut die Aufnahme auf Maximum drehen und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache diesen Teil zumindest einmal neu. Dann habt ihr einen Vergleich jetzt zum Razer und dann wisst ihr ja, wie das klingt. Und ja, hier kommen wir auch zum Boden von dem Ständer. Ist auch ganz gut verarbeitet. Ja, also da ist ja von der Verarbeitung her steht dem Razer eigentlich zum HyperX nichts nach. Alles gut. Ist eine schöne Verarbeitung, sieht auch ansprechend aus und ja, nur die Beweglichkeit, die ist beim HyperX Tischständer deutlich besser. Den könnt ihr ja noch drehen, also neigen und das ist halt hier, könnt ihr halt nur ein bisschen neigen. Einige wenige Grad geht das ja nur zu neigen. Ja, aber dafür muss ich sagen, ist das natürlich ja, ganz gut gemacht, dass es hier so schockresistent ist, dass halt die Tastatureingabe zum Beispiel nicht mit übertragen wird. Die Vibrationen, die kommen nicht mit rüber. Das ist echt toll. Ich nehme an, dass deswegen auch das Mikrofon ein Stück leiser ist als das HyperX. Das HyperX ist jetzt auch nicht extrem laut. Ich habe das auch schon getestet gehabt. Das war auch in manchen Dingen einfach zu leise gewesen. Und da muss man einfach diese Mikrofone nochmal nachjustieren. Das heißt, nochmal die Lautstärke nochmal ändern, nochmal anpassen. Die sind meistens ziemlich leise und gerade das Razer ist nochmal eine Spur noch leiser als das HyperX. Das war auch der Grund, weshalb ich mich dann dagegen entschieden hatte, weil ich ein Mikrofon brauche, das ein bisschen lauter ist. Und von daher habe ich mich dann für das HyperX entschieden, obwohl die Vibrationen beim Tastaturanschlägen dann doch extrem mitkommen. Okay, dann kommen wir mal zu dem Ständer hier, der ist recht schnell zusammengeschraubt. Das ist alles kein Thema und ihr könnt natürlich auch einen Mikrofonarm befestigen. Das ist auch alles kein Problem. Auch vom Durchmesser her ist das Mikrofon so kompatibel, dass es den meisten Mikrofonarmen auch reinpasst. Das ist kein Thema. Die Verarbeitung ist auch sehr gut. Also da gab es jetzt nichts Hageliges oder so. Problem ist halt hier bei diesem Mikrofonständer für Tisch, dass der doch sehr, ja, sagen wir mal, wenige Grad sich bewegen lässt. Das ist aber ist ja auch nicht so das größte Problem. Dadurch, dass ja auch das Ganze schockresistent ist, die Tastaturanschläge schluckt und ja, von der Reichweite her passt es eigentlich auch. Es ist ja auch ein Drittel kleiner als von HyperX. Und also von der Höhe her. Daher, ja, ich finde, der Ständer ist angemessen und der passt auch. Ja, hätte man, ich weiß nicht, ein Drehender wäre jetzt vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Mir gefällt natürlich vom HyperX besser, aber letzten Endes wird das sowieso hier ein Mikrofonarm weichen müssen, weil halt die ganzen Vibrationen mit übertragen werden, ja, und das Ganze auch einfach bequemer ist. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass das Razer noch einen kleinen Aufnahmewinkel hat. Dadurch wird eure Stimme fokussiert und Hintergrundgeräusche wie Mausklicken und Tastaturanschläge entsprechend minimiert. Sei aber auch gesagt, dass dadurch das Mikrofon natürlich auch leiser ist. Ja, da hat Razer auf jeden Fall ein sehr kompaktes Kondensatormikrofon rausgebracht und ich finde, die Qualität kann sich definitiv sehen lassen. Deshalb ist mir die Wahl auch sehr schwer gefallen zwischen beiden Mikrofonen, weil wir sehen können, die Qualität ist einfach 1A. Bei beiden Mikrofonen stimmt die Qualität, die Preis-Leistung ist meiner Meinung nach bei beiden Mikrofonen angemessen und ihr müsst halt schauen, für welchen Einsatzzweck ihr euch das Mikrofon holen wollt. Nachfolgend kommt dann jetzt der Tastaturtest und der wird natürlich jetzt wieder mit dem Razer aufgenommen, damit ihr da genau sehen könnt. Ich habe die Lautstärke hier mal auf 100% belassen, das heißt, ich habe die Lautstärke nicht erhöht, damit ihr einfach einen kleinen Vergleich habt. Ja, die andere Lautstärke wurde natürlich erhöht, ne? Also die ihr zuvor gehört habt von dem Razer. Alles andere ist jetzt hier in der normalen Lautstärke, damit ihr einfach einen besseren Vergleich habt. Kommen wir aber noch zu dem Punkt Tastaturanschläge und das zeige ich euch dann gleich mal.
Okay, dann kommen wir zu meinem Fazit und ich bin für das HyperX Solocaster, weil es einfach zum einen einen lauteren Klang hat und ich finde auch da viel mehr Stärke drin, viel mehr Klang drin. Soll ich sagen, es ist ein kräftiger Klang, ja. Und der klingt sehr, das klingt einfach viel ansprechender, ja. Ich finde, das Racer ist sehr leise. Schluckt dafür allerdings auch die Vibrationen echt klasse. Also, ihr habt ja gesehen, per Tastaturanschläge, da hat man nichts gehört. Das war echt absolut klasse. Gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, dann so einen Mikrofonständer zu holen oder einen Kran, also so eine Halterung halt. Und ja, könnt ihr euch dann in dem Falle richtig sparen. Ja? Und die ist halt günstiger. Es ja, ist halt ein sehr gutes Einsteigermikrofon, finde ich jedenfalls. Ihr müsst es halt, das ist halt der Punkt, ihr müsst es halt ein bisschen lauter drehen. Ne? Das HyperX hingegen, das ist von der Lautstärke her angenehm. Ich fand das trotzdem in manchen Bereichen ein bisschen leiser gewesen, gerade als ich es in Windows genutzt hatte. Hatte ich mal gestreamt damit, das war dann so leise gewesen, dass man mich dann nicht mehr gehört hat. Aber es ist von der Qualität her, was die Stimmqualität betrifft, es hat einfach einen besseren Klang, ja. Finde ich jedenfalls. Der hat einfach mehr, ja, sag mal, das ist immer schwer zu beschreiben, aber. Er ist einfach ein kräftiger und ein sauberer Klang und ja, schaut euch auch mal selbst so dieses Vergleich an, ja. Ich werde jetzt nochmal gleich immer ganz kurz zwischen den zwei Mikrofonen hin und her schalten, dann könnt ihr das einfach nochmal ganz kurz in ganz, ja, knapper Aufnahmezeit einfach mal sehen, ob das was für euch ist. Okay. Solocaster beim Tippen. Nun das Razer beim Tippen. Nun kommt das HyperX. Das ist ein Test mit viel Power. Nun das Razer Series Mini. Das ist ein Test mit viel Power. Okay, und das ist jetzt wieder bei das HyperX. So sieht das Ganze aus, also der Testaufbau aus. Dann könnt ihr genau euch vorstellen könnt, wie weit das jetzt aussieht. Die Tastatur ist genau am Ende meines Schreibtisches, ja, also am Anfang meines Schreibtisches und ich bin direkt davor und so ist die Entfernung dann, ne? Ja, ich bin mal gespannt, wie euer Fazit ist, für welches hättet ihr euch denn entschieden?